Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profil möchte, muss er eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Deine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz vom Wasser-Pokémon. Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Pokémon Feuerrot. In der Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir sind im Mondberg. Und ja, unser nächstes Ziel ist natürlich auch, ich glaube die Stadt heißt noch Azuria City. Ja, Azuria City. Das ist unser nächstes Ziel, weil dort erwartet uns unser nächster Arena-Kampf. Gut. Dann machen wir mal weiter. Oh, Schlafbruder. Ist eine gute Attacke. Ich mach... machen wir mal Stachelspore weg. Fürs Paralysieren haben wir eh unser Pikachu Dennis Tennis. So, Masio Gomez hat Schlafpuder erlernt. So. Dann machen wir weiter. Und das Sonderbonbon. Ah ne, Fluchtseil. Sorry, das war, glaube ich, das falsche Item. Ja. Ja. Dann reden wir mal mit dem. Hallo, ich grabe Fossilien hier am Mondberg aus. Manchmal hilft mir Rocco, der Arenaleiter von Memoria City. Okay, dann reden wir mal mit dir. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Und eine Herausforderung von Göre Miriam. Mirapla wird von Göre Miriam in den Kampf geschickt. Los, Masio Gomez. Okay, das ist eigentlich ganz einfach. Und geschafft. Wir haben das Miropla fertig gemacht. Okay, ich glaube, als nächstes schickt sie noch einen Knofenser. Laut meinen Erinnerungen. Ja. Knofenser. Ich glaube, da bleibe ich noch. Ist jetzt sowieso derselbe Typ. Ja, machen wir einfach. Beide Konfusion. Und ich glaube, unser Team hat schon Tränke oder wir sind, glaube ich, auch ins Pokécenter. Ich schaue jetzt kurz mal nach. Okay. Ja, ich glaube, wir halten es sicher noch aus. Oder haben wir einen Trank mit? Ja, 5 Tränke. Wir halten es aus. Passt. Dann machen wir weiter. Okay, es geht hier und nach unten. Hier geht's auch noch. Ah. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Eine Herausforderung von einem Team Rocket-Trüppel unterschickt ein Zubat. Okay, es soll auch einfach sein, weil Zubat ist ein Gift-Typ. Ein Rettern schickt als nächstes, ist auch Gifttyp. Also machen wir einfach weiter. Und nochmal Konfusion. Ja, der P geht aber aus. Wisst ihr was, auch den Kampf werde ich aber Fluchtseil benutzen und zum Pokécenter gehen. Ja. Spieler besiegt, Team Rocket Trüppel. Du bist nah, Nutzkitty. Ja, auf jeden Fall möchte ich in dieser Folge noch unseren zweiten Arena-Ohren bekommen. So, ich benutze mal Fluchtseil.
und wir gehen zum Pokécenter. Heilen unsere Pokémon. Pokémon sind wieder topfit. Und wir legen noch ein paar Pokémon ab, die wir halt nur für den Pokédex gefangen haben. So, die Zubats. Ich packe es mal zu den Blue-Pokémon. Kleinstein kommt in Gestein. Bohnen-Pokémon. Ist auch perfekt. Ist ja auch Gestein und Bohnen gleichzeitig. Ja. Dann gehen wir mal zurück zur Höhle. Und ein Paras. Ah, das habe ich auch noch nicht gefangen. Okay, dann. Ja, dann fange ich es noch. Für den Pokédex, damit wir Professor Eichs größten Traum endlich erfüllen. Oh. Ich glaube, perfekter Zeitpunkt für Schlafpuder. Schlaf ein kleines Paras. So, jetzt soll es besser gehen. Geschafft. Wir haben Paras gefangen. So, Pokédex-Eintrag. Pokémon Nummer 46. Paras. Das Pilz-Pokémon. Größe 0,3 Meter. Gewicht 5,4 Kilogramm. Auf seinen Rücken wachsen Pilze, die man Tokchukaso nennt. Die Pilze wachsen mit ihrem Wirt. So, ein Spitznamen. Na, nehmen wir nicht ins Team. Du, 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 du. Wir haben das schon gefangen. Du, du. Ah, mein Zeppo, also Massio Gomez, reicht eh gleich, Level 16. Ja, dann machen wir es fertig. Nice. Level 16. Auch gut so, die Erfahrung brauchen wir wirklich. Ich glaube, für den zweiten Arena-Kampf, da benutze ich halt nur Massio Gomez und Dennis Tennis. Weil Paradox ist ja ein Feuer-Pokémon. Also halt Lutexu ist ein Feuertyp. Und die zweite Arena wird halt eine Wasser-Arena. Also wird Paradox wirklich im Nachteil sein. Ja. Aber ich habe ja eh eine Strategie, wie wir es machen werden. Und wir bekommen eh noch Erfahrung. Bist du auf Forschungsreise? Eine Herausforderung von Teenager Gaston. Radfratz wird von Teenager Gaston in den Kampf geschickt. Los, Massio Gomez. Konfusion. Super. Machen wir nochmal Konfusion. Und als nächstes wird noch ein Radfratz in Kampf geschickt. Ja. Wieder mal Radfratz. Viele Radfratze. Als nächstes kommt ein Zubat. Und das wird ein leichter Gegner, denn es ist ein Gifttyp. Wir haben eine Psycho-Attacke. Und One-Shot. Einfach mit nur einem Schlag fertig gemacht. Ja, Teenager wurde besiegt. So ein Mist, verloren. Und da ist noch ein Wanderer.
Hilfe, überall! Ah, du bist ja nur ein Kind! Und er schickt Kleinstein in Kampf. Also ein kleiner Stein. Ja, machen wir Schlafpuder. Konfusion. Oh, schon aufgewacht. Mach Tackle. So, als nächstes kommt noch ein kleiner Stein. Ein kleiner Stein. Und ich steine klein. Ja, mach mal einfach Konfusion. Ich glaube, vielleicht war der Schlafpuder vorher echt unnötig. Und er steht noch, es ist ein Onyx. Okay, dann benutze ich schon meinen Trank. Aber ich habe gerade gesehen, dass Paras, was wir vorher gefangen haben, hielt ein Item. Okay, das schaue ich mir gleich an. So, Konfusion. Nochmal Konfusion. Ich glaube, das wird reichen. Ja. Und gleich erreichen wir Level 17. Super. Dann schaue ich mal nach. Paras. Was für ein Item ist es? Mini-Pilz. Okay. Also Mini-Pilz ist jetzt nicht nützlich, aber wir können es auch verkaufen. Und ich sehe gerade, wir müssen auch den Tennis auch mal trainieren. Ist halt auch wichtig, weil es halt ein Elektro-Pokémon. Und für den zweiten Arena-Kampf sind Elektro-Pokémon nützlich. Da Elektro-Pokémon stark gegenüber Wasser-Pokémon sind. Ja, dann sammeln wir einfach mal ganz viel Erfahrung. Wenn dessen wir ja auf dem Weg sind. Und wir gehen hier durch die Höhle und es kommt wieder mal ein Paras. Ja, leicht zu flüchten. So schnell kommt ein neues. Das ist halt immer so die RNG. So, Beleber. Echt ein gutes Item. Ist auch am Anfang selten. Und ja, wieder ein wildes Zubat. Dafür bekommen wir aber mehr Erfahrungspunkte. Erwachsene, nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Hey, wie nimmst du Nervensäge? Ich zeig's dir. Okay, er schickt ein Radfahrt zum Kampf. Machen wir einfach Donnerschock. Wir donnerschocken die Ratte. Meine Maus ging eine Ratte. Autsch. Fällt auf, dass Radfratz immer so viel Schaden gegen Pikachu macht. Das fällt mir halt so immer so auf. Oh,
und Glut. Perfekt. Okay, ein Sandern. Ich bleib da noch, weil Sandern ist Bodentyp und... Und ja, der Pikachu ein Elektro-Pokémon ist und Boden die einzige Schwäche der Elektro-Pokémon ist, ja. Nimm ich jetzt einfach mal, so, bleib ich jetzt einfach mal bei Paradox. So. Paradox erreicht Level 17. Und die Morgentrübel wurde besiegt. Ich bin sauer. Es kommt noch ein Pokémon. Es ist ein Paras. Jetzt braucht aber Dennis Tennis wirklich mal einen Trank. Oh, da ist da oben noch so eine Stelle, die ich übersehen habe. Egal, irgendwann anderen Mal werde ich da das noch mal nachschauen. Also wenn wir vor allem Fliegen haben, dann gucke ich mir das noch mal an, weil ich das so übersehen habe. Ja, ich würde jetzt erstmal schon mal unseren zweiten Orden bekommen. Und wieder ein Kleinstein. Kleinstein, Kleinstein, Kleinstein. Ich trete immer auf einen Kleinstein, wenn ich in der Höhle laufe. Nur weil es aussieht wie ein Stein, der klein ist. Wir von Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wieder beleben und teuer verkaufen. Und wieder meine Herausforderung von einem Team Rocket-Rüpel, der halt keinen Namen hat. Ja, typisch Rüpel. Wechsel mal wieder. Wer Radfratz macht einfach so viel Schaden. Ich meine, lasst doch meine Maus in Ruhe. Was hat meine Maus euch getan? Level 14, nice. Okay, ich wechsle zurück zu Dennis Tennis. Weiß nicht, es kommt ein Zubat. Und das wird easy. Und Team Rocket Rübel wurde besiegt. Grrr, das gibt es nicht. Okay. Ist wieder mal so ein Zubat. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Okay, eine Herausforderung von Streber Miguel. Und er schickt einen Schleimer im Kampf. Er schickt eine Schleimer. Ja. Bessere Waifu als Gardevoir. Stimmt, Schleimer ist eine viel bessere Waifu als Gardevoir. Mm-hmm.
wieder mal ins Smog. Okay, nicht wieder mal. Das ist eigentlich das erste Mal. Und es ist Smog ein. Ja, natürlich heißt Smogon. Es kann ja Smog. Deshalb heißt es ja so. Getchu. Er wurde paralysiert. Ist auch so RNG. Ob so ein Pokémon durch Donnerschlag paralysiert ist. Aber das ist immer so RNG. Aber ja, das ist normal. Pokémon hat immer RNG. Immer so hohes Gras, und so, ja, Volltreffer, andere Sachen. So, und dann ist Tennis versucht, Doppelteam zu lernen. Mal schauen. Erzeugt Ebenbilder, um Fluchtbett zu erhöhen. Okay, also ich glaube, das ist so eine gute Attacke, damit man zu anderen Attacken gut ausweichen kann. Ja, ich glaube, das ist nützlich. Ich mach mal Routenschlag weg. Wenn man weiß, vielleicht wird irgendwann mal so eine Situation sein, wo wir es brauchen können. Ja. Und es ist ein schickter Voltopilenkampf. Wir benutzen jetzt endlich Ruckzuckieb. Autsch. Er wurde paralysiert. Boah, ich habe jetzt so viel Glück. Erst wurdest du das Smogon paralysiert. Und jetzt ist der auch paralysiert, das ist der Voltoball. Und konnte vor Paralysierung nicht angreifen. Hilda, ich habe so viel Glück. Spieler besiegt, Streber Miguel. Na gut, ich gebe dir eines ab. Hey, nicht so gierig. Ich gebe dir eines ab. Ja. Okay, also wir können uns eins aussuchen. Wir haben die Auswahl zwischen dem Domfossil und dem Helixfossil. Also laut meinen Erinnerungen kommt aus diesem Fossil das Domfossil Kabuto raus und aus dem Helixfossil Ammonitas. Also glaube ich, laut meinen Erinnerungen. Ich nehme jetzt einfach mal Domfossil. Und ja, jetzt nimmt der andere das andere Fossil. Okay, das gehört mir. Ja, aber wir schaffen es eh gleich. Raus aus der Höhle. Und mal schauen. So, von denen können wir so Attacken lernen. Ein Tritt von brutaler Energie. Mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Mega Kick die ultimative Attacke. Okay, ich werde Mega Kick einem Pokémon beibringen. Ja, das kann man nur einmal beibringen. Okay, ist das jetzt so die stärkere Attacke? Weil es gibt auch Mega Punch. Jop, ist die stärkere Attacke. Gut, dann vergesse ich mal Kratzer. So, Mega Punch bringe ich Pikachu bei, also Tennis. So. Ein Schlag von roher Gewalt mit zerstörerischer und verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Mega Heap die ultimative Attacke. Du stimmst zu, oder? Also soll ein Pokémon diese Attacke erlernen? Ja. Ich bringe Tennis bei. Machen wir mal Ruckzuckieb weg. Ja, Ruckzuckieb kommt weg. Nice. Gut, dann gehen wir mal zur Arena. Ich werde zwar vorher noch offscreen ein bisschen trainieren. Und erst dann gehen wir dann zur Arena. Und wir sind schon mal in Azuria City. Ja,
Azuria City. Super. Ich leg das Para schon mal in der Box ab. Da, 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 da. Okay, hier ist das Paras. Es ist halt so Käferpflanze. Ich bring es mal zu den Pflanzen-Pokémon. Okay, dann hätte ich noch meine Pokémon. So, und ich mache jetzt mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich trainiert habe. So, ich bin wieder da. Ich habe noch mein Pikachu, also Dennis Tennis, bis Level 17 trainiert. Ja, und während dem Training habe ich auch einen Rettern gefangen. Das ist er schon. Pokémon Nummer 23. Rettern, das Schlangen-Pokémon, Größe 2,0 Meter, Gewicht 6,9 Kilogramm. Ein Pokémon, das in hohem Gras weit verbreitet ist. Es schnellt mit seiner Zunge vor und zurück, um etwaige Gefahr in seiner Umgebung wahrzunehmen. Ja. Was? Dann gehen wir schon mal zur Arena. Ich gehe aber zuerst noch zum Supermarkt und kaufe noch ein bisschen was. So, weil ich glaube, da gibt es auch Supertrank. Ja, Supertrank. Wie viel können wir holen? Ah, nicht viel. Dann holen wir zwei Stück. Stimmt, wir haben auch noch den Mini-Pilz, den wir verkaufen können. Ja, den verkaufe ich. Ja, das war schon. Ja, das war schon. Dann schauen wir mal beim Trinken. Ja, Tränke hole ich mir auf jeden Fall. Sind wirklich wichtig. Und jetzt geht's zum Arena-Kampf. Wir kämpfen jetzt für unseren zweiten Orden. Okay. Passt. Und dann zum ersten Kampf. Platsch! Ich bin der erste Gegner. Es geht los! Eine Herausforderung von Schwimmer Konstantin. Sepa wird vom Schwimmer Konstantin in den Kampf geschickt. Los, Dennis Tennis. Okay, setzt Blubber ein. Ja, müssen nicht viel schauen. Ja, ich mach weiter Donnerschock. So, und es schickt Muschas im Kampf. Mache Donnerschock. So, und Statik hat funktioniert. Ja, komm, ich zeig schon mal einen Mega-Hieb. War jetzt zwar nicht unbedingt nötig, aber ja, hab schon mal den Move gezeigt. Das darf nicht wahr sein. Doch. Okay, der zweite Arena. Ich meine, der zweite Trainerkampf in der Arena. So. Wie? Du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty muss sich nicht mit dir abgeben. So, Picknickerin Gwendolyn hat uns herausgefordert und schickt einen Goldini in Kampf. So. Ja, ist eigentlich auch easy. Donnerstock. Ah, so, Goldini gehört auf jeden Fall zu einem meiner Hass-Pokémon. Ich hasse es jetzt nicht im Pokémon selbst. Ich selbst hab's da nie probiert. Und hatte, hab im Pokémon selbst keine Meinung zu den Pokémon.
Aber in den Super Smash Bros. Spielen, da habe ich Goldini so gehasst, weil in Super Smash Bros. Gibt es ja das Item, den Pokéball. Und es ist immer so nervig, wenn ich jetzt einen Pokéball nehme, ihn wirf und nur Goldini rauskommt. Deshalb ist es halt eine meiner Hass-Pokémon. Ja. Ich glaube, ich heile noch mein Pikachu Tennis. Und unsere Pokémon wurden geheilt. Nice. Ich höre jetzt aber noch in den Erfahrungspunkten nach. Okay. Ich denke jetzt aber auch nach. Wir haben jetzt einen Sonderbonbon. Und ich habe schon Angst beim Arena-Kampf, weil der hat so ein Stami und Stami ist wirklich stark. Ich habe zwar schon eine Strategie, aber die muss auch wirklich funktionieren. Soll ich so eine Bonbon oder nicht? Egal, wir machen da einfach so weiter. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ich speichere jetzt kurz mal. Zur Sicherheit. Ja, wenn jetzt die Strategie im ersten Versuch funktioniert, ja, dann passt. Wenn es aber jetzt nicht funktioniert, dann werde ich noch einen Cut machen. Und ja, dann werden wir uns auch gleich wiedersehen in einem Versuch, wo es funktioniert. Aber okay. So, Pikachu ist eher auf erster Stelle. Also, Tennis ist auf erster Stelle. Gut, los geht's. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profil möchte, muss er eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Deine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz vom Wasser-Pokémon. Okay. So. Sterndu. Also Sterndu ist jetzt nicht so am allerschwersten. Es hat zwar auch Aquawelle. Also eine starke Attacke. Aber sonst, ja. Nicht so schwer wie Stami. Und es macht jetzt sowieso Härten, also ist jetzt kein Problem. Ja. Okay, Stami, jetzt wird's schwer. Ich wechsle zu Maceo Gomez. Also unseren Smeppo. Und es halt, das Stami ist halt so ein hohen Level. Es hat starke Attacken. Ich setz mal Schlafpuder ein. Oh, bitte überlebst, bitte überlebst. Nice. Gut, jetzt müssen wir hoffen, dass es immer noch einschläft. Weil ich mache jetzt Mega Kick. Es war auch riskant, da Paradox ein Feuer-Pokémon ist. Aber ich versuch's. Oh, es soll es treffen, oder? Yes! Okay, aber noch nicht zu früh gefreut. Sie hat ja noch einen Trank. Und ich denke ja auch nach. Ich glaube, ich soll für mein Smeppo Maceo Gomez auch einen Trank einsetzen. Puh, es schläft noch ein. Es ist aufgewacht. Ja, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Schlaf, Bruder. Nein! Gott. Ich hasse Stami. Das ist eigentlich das einzige Pokémon, was mir in dieser Arena Kraft macht. Okay, jetzt bin ich einfach mal. Warum das drückt? Es wird schlecht aussehen. Okay, soll das wieder, aber. Ich habe jetzt einfach so Angst.
Okay, wir sehen uns gleich wieder, bis ich es geschafft habe. So, ich bin wieder da. Und ich habe es geschafft. Boah, ist auch richtig knapp. Weil die Distanz ist nur 2 KP. Aber ja, ich habe es geschafft. Und diesmal habe ich statt Schlafpuder Giftpuder benutzt. Und ja, es hat funktioniert. Puh, ich habe echt Glück gehabt. Aber wir haben es geschafft. Yes! Boah, ich muss mir vorstellen, Stami ist so schwer. Ich verstehe auch selbst nicht, warum viele Leute sagen, dass das Miltank in der zweiten Generation, also bei einem dritten Arena-Kampf der zweiten Generation, einfach der schwerste Arena-Kampf ist. Weil für mich war halt Miltank nicht schwer. Ich glaube, das liegt daran, weil ich vielleicht damals in der zweiten Gen Folge nicht genommen habe, sondern stattdessen einen anderen Starter. Aber ich muss jetzt sagen, ich finde eher so, dass Stami in der ersten Gen beim zweiten Arena-Kampf viel schwerer. Okay, haben wir es geschafft. Spieler besiegt, Leiter Misty. Wow, du bist sehr gut. Alles klar, ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen des Triumphes. Und ich gewinne 2100 Poké-Dollar. Der Quellenorden lässt alle Pokémon bis Level 30 den Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können jetzt Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. TM3, das ist Aquawelle. TM3 ist Aquawelle. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Cool. Schaut euch das an. Da. Masio Gomez und Paradox sind besiegt. Und Dennis Tennis hat nur 4 KP. Alter, ich habe so viel Glück gehabt. Aber Leute, glaubt mir, ich bin ehrlich. Ich finde ja, dass Stami hier schwerer ist als das Miltank aus Gen 2. Für mich war eigentlich Miltank Gen 2 nie schwer. Ich glaube, es liegt halt daran, weil ich nahm halt nie Feurige. Ich hatte halt immer so Ganymani oder Indivia genommen. Und, ja. Und ich finde halt einfach, dass Stami in der zweiten Arena hier in der ersten Generation ist viel schwerer. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber gut, das war schon mal mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!